Hallo und herzlich willkommen zu Physik mit Kalle. Wir wollen heute eine Beispielaufgabe zum Energieerhaltungssatz rechnen. Wir wollen uns folgende Aufgabe vornehmen. Eine Feder der Härte 20 Newton pro Zentimeter ist um 4 Zentimeter gestaucht. Aufgabe A. Wie viel Energie ist in der Feder gespeichert? Wie hoch könnte man einen Liter Wasser mit dieser Energie heben? Aufgabe B. Die Feder wird nun benutzt, um eine Metallkugel der Masse M gleich 30 Gramm senkrecht nach oben zu schießen. Welche Höhe erreicht die Kugel dabei? Aufgabe C. Die Kugel fällt nun wieder nach unten. Mit welcher Geschwindigkeit schlägt sie wieder auf dem Boden auf? Und welche Geschwindigkeit hat sie? Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.